Hallo, willkommen zu meinem Video zu Bloons Tower Defense 6. Ich habe mir jetzt selber eine kleine Auszeit gegeben von 2 Tagen, vielleicht sogar 3, ich weiß nicht, wann das Video kommt. Aber ja, ich bin wieder da und heute mit einer interessanten Mod, und zwar mit einem weiteren neuen Stufe 5 Affen. Und zwar gucke ich mir heute den Elektro-Reißnagelwerfer an. Das ist eine Mod zum Reißnagelwerfer, wo du eine 4. Stufe 5 Skillung quasi hast. Und ich habe mir die gerade mal so halb angeguckt, also ich habe geguckt, wie die Skillungen heißen, wie der Ingame optisch aussieht, und das ist im Grunde eine eigenständige Skillung. Vielleicht ein bisschen overpowered in manchen Aspekten. Aber das gucken wir uns jetzt heute mal im Schimpansenmodus an. Generell, es gibt viel zu wenig Affen, die mit Elektrizität angreifen. Und ja, ich habe hier noch einen Sturmtruppler aus Star Wars. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber der ist da. Elektroangriffe machen einen Schockangriff auf die Ballons. Also wir können jetzt Ballons schocken. Ist das schon gut genug für Runde 1? Ist vielleicht ein bisschen langsam, aber müsste Stufen... Ja. Ich glaube übrigens, schneller schießen ist die beste sekundäre Skillung dafür. Mit der nächsten Skillung kann er Blei und Unsichtbare angreifen. Dann mit der Skillung danach hat er so einen Elektroschockangriff. Und da ist was Interessantes. Und zwar, wenn du sekundär auf super Langstreckenreißnägel skillst, dann teilt sich der Angriff besser auf. Also der Angriff da wird besser, wenn du das hast. Hier der EMP-Angriff auf Stufe 4, der kann der Moabs betäuben. Und wenn du mehr und noch mehr Reißnägel geskillt hast, also hier als sekundäre Skillung, der macht dir mehr Schaden. Ich habe aber halt die obere Skillung gewählt, weil dann ist der am Ende geboostet von der oberen Skillung sekundär, steht da ja. Und ich glaube, ich sollte halt das wählen, wo die Stufe 5 Skillung mit am besten ist. Natürlich neuer ist und Mod-Videos mag, der darf mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben mit abonniert. Ich habe auch einen Creator-Code, BadeYT. Und ja, immer darüber zu reden, warum jetzt die letzten Tage keine Videos kamen. Am Sonntag bin ich irgendwie um 4 Uhr nachts wach geworden. Ich weiß nicht, wer ich eingeschlafen bin, um 1. Und der ganze Tag, ich habe mich so halb gefühlt, als ob ich kurz davor wäre, krank zu werden. Das kennt jeder, oder? Wenn man nicht krank ist, sondern man ist so kurz davor. Man ist irgendwo zwischen gesund und krank. Und dazu war ich so kaputt. Mittags bin ich fast eingeschlafen. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, nimmst du mir eine Pause. Ich war eh komplett überarbeitet. Ich bin auch eigentlich immer noch überarbeitet und bräuchte wahrscheinlich mal einen Urlaub irgendwann. Aber ja, dann dachte ich mir, ja gut, lädst du mal den Akku zumindest mit 3% auf für so einen Tag. Dann habe ich gestern auch nochmal gedacht, ja okay, nimmst du nochmal einen Tag extra Pause. Und ich habe quasi Wochenende. Ich meine, ihr habt alle Wochenende. Ich habe mir jetzt quasi Wochenende genommen. So gesehen, für die 2 Tage. Jetzt gehe ich mal hier, der kann jetzt Blei und Unsichtbar angreifen. Kann der damit dann jeden Typ angreifen? Lilane vielleicht nicht, oder? Sehen wir dann ja. Aber ich würde sagen, Lilane hätte vielleicht Probleme. Müssen wir gucken. Und hier habe ich ja auch schon an vielen Stellen häufiger drüber geredet. Work-Life-Balance einfach schwierig. So, ich muss der Beste werden. Ich gehe jetzt hier auf Stufe 3. Er sieht jetzt cool aus. Er greift jetzt mit Elektroblitzen an, wenn wir da gucken. Der hat gar nicht mehr den normalen Angriff, dass aus jedem Rohr da was rauskommt. Und er schießt jetzt einen Blitz. Mit Stufe 4 wird das aber anders. Stufe 4 ist nur relativ teuer. Ich muss ihn auf jeden Fall noch ein bisschen boosten. Ich glaube, ein Affenwurf wäre nicht schlecht. Ich gucke mal, wie weit er jetzt kommt. Aber erstmal von den eigenen... Ja, okay, kann Lila nicht angreifen. Gut. Nochmal neu gestartet, by the way. Und ein bisschen intelligenter jetzt aufgebaut. Und nochmal testweise den auf Stufe 2 nur gelassen. Weil jetzt greift er ja quasi normal mit Reißnagelangriffen an. Ja, und jetzt kann der das zum Beispiel noch kaputt machen. Ich habe auch hier ganz zum Ende noch eine Nagelfabrik gemacht zur Sicherheit. So, das sind jetzt Lila, ne? Ist die Frage, ob das hinten gekillt wird. Dann würde ich sagen, spare ich jetzt mal auf den EMP-Angriff. Damit kann der ja auch dann größere betäuben. Vor allem kann der auch kleinere betäuben. Der kann damit auch alles betäuben. Klein, groß, nehme ich. Klingt gut. Zack. So. Und ich finde auch das Design hier, das sieht cool aus. Das sieht aus wie so ein Kraftwerk, oder? Finde ich, sieht nice aus. EMP-Angriff ist nice. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch ein Affendorf. Geh mal auf Affenbusiness, Affenhandel. Und jetzt hier oben. Also den Moab hat er aufgegessen. Das war gar kein Problem. Und ich gehe mal hier oben auf Primär Mentoring. Bis jetzt sieht er aber ganz gut aus. Bis jetzt ballert er alles weg. Ich mache das jetzt so, dass hier Affenhandel ist. Weil ich werde wahrscheinlich trotzdem noch Affen-Nachrichtendienst raushauen. Weil ich traue ihm nicht ganz zu, dass wir Lilane so gut kaputt kriegen. Und damit er auch Lilane angreifen kann, Affen-Nachrichtendienst. Da ist halt egal. Ist ja immer die Frage beim Alchemisten, Mitte oder unten sekundär. Unten ist der Trank ein bisschen schlechter, aber er kann mehrere hitten. Und, also er kann auch generell mehrere hitten. Aber wenn ich jetzt noch einen 3. und 4. Affen hätte, wäre unten halt besser. Aber da der ja quasi nur den hier boostet, ist Mitte wahrscheinlich besser als sekundäres Skillung. Aber ganz ehrlich, Bewertung stand jetzt.
Für mich ist das ein 10 von 10 Affe. Sieht optisch anders aus, funktioniert ganz eigen und wirkt, als ob das so im Spiel sein könnte. Klar, mit ein bisschen Änderungen hier und da, logisch. Aber von der Grundprämisse, voll, kann ich mir voll vorstellen. Und ja, Affennachrichtendienst kostet jetzt 6.800, das kostet aber normalerweise 8.100. Da sparen wir ein bisschen was, weil wir das hier unten gespielt haben. Moab, easy kaputt. Let's go. Der Betäubungseffekt ist, ganz ehrlich, das ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, ah, okay, da muss man noch entfallen. Der Betäubungseffekt wirkt ein bisschen zu stark. Also habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen zu overpowered. Ich habe jetzt spielerisch auch verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich spare einfach hier auf 45.000, wenn das geht. Möglichkeit 2, ich mache noch einen zweiten EMP und skill den aber anders sekundär, damit er da mehr Schaden macht. Und ich glaube, ich wähle die zweite Variante, dass ich noch einen mache mit einer anderen sekundären Skillung. Weil das... Oh, Affenurfütterte nicht. Doch, okay. Weil das wirkt nach was, was auch Late-Game-Potenzial hat, wenn ich den jetzt nur auf Stufe 4 lasse. Ich glaube, jetzt sind wir gut genug, um auch ein bisschen zu sparen. Dazu haben wir Psy auf dem Feld. Kann ich... Oh, okay. Den WFB haben sie easy kaputt gekriegt. Die Mod habe ich jetzt gar nicht mehr gefunden. Aber es gab auch eine Anakin Skywalker-Mod und der war auch viel zu overpowered. Glaube ich, 80.000 gekostet. Und der konnte original 30 Bats auf einmal killen. Also das war komplett kaputt. Runde 63 ist nochmal schwer. Wenn wir das geschafft haben, confirmed gut genug. Fürs Late... Okay. Glaube sogar, ich kann einfach Stufe 4 Affen spammen. Und das ist geisteskrank stark. Okay. Die Ballons sind jetzt schon ein bisschen weiter, aber dafür haben wir auch fast die Kohle. Und dann, wenn wir Tesla-Coil haben, dann macht der ja, glaube ich, richtig krassen Schaden. Und dann sollten wir gut durchrennen. Vor allem der Betäubungseffekt ist, glaube ich, komplett insane. Boom. Okay. Stufe 5 sieht auch optisch anders aus. Also sie haben natürlich nur die obere Skillung genommen, Anführungsstriche nur, und haben dann halt den Feuereffekt weggenommen und haben dafür einen Elektrizitätseffekt hingepackt. Muss man sagen, ja, das ist aus meiner Sicht aber gut genug für eine Mod. Das ist mehr als gut genug. Deswegen nach wie vor, ich bin bei einer sehr hohen Bewertung, auch wenn es jetzt gerade stark wirkt. Es wirkt sehr, sehr overpowered. Mal sehen, wie es gegen den Zom ist. Performance-mäßig. Der wird sehr früh schon betäubt. Ja, der Schaden ist vielleicht ein bisschen low. Also Betäubungseffekt ist nice. Aber ich glaube, der braucht noch einen Damage-Dealer, damit der richtig glänzen kann. Ich denke, Primärexpertise ist aber nicht ein falscher Call. Weil Primärexpertise macht, dass der besser wird. Allein vom Schaden, Reichweite, alles ist besser. Greift selber auch nochmal an. Dann mache ich jetzt Primärexpertise zu den Waffen. Klebstoffaffe ein bisschen und hoffe, dass das dann reicht. Es fehlt halt eigentlich nur Schaden gegen größere. Da sind wir halt leider ein bisschen scheiße, ne? Da jetzt zwei Zombs. Ja. Dann skill ich mal hier weiter. Ist auch nochmal kostenlos. Moab-Kleber nehme ich mit. Also ich denke, Runde 90 ist gar kein Problem. Die DDTs, die werden einfach weggeballert. Korrekt Spiel. Die DDTs werden einfach weggeballert. Okay. Ich glaube, zum einen ist das für die Augen langfristig ein bisschen anstrengend, immer diesen hellen Lichteffekt zu haben. Zum anderen ist der Betäubungseffekt ein bisschen zu stark und der Schaden ein bisschen zu schwach gefühlt. So, das ist schon gut balanciert. Das ist jetzt halt meckern auf hohem Niveau. 9,5 von 10. Lass uns das so sagen. 9,5 von 10. Es ist nicht perfekt balanciert. Es ist close. So. Es ist wirklich close. Aber der Betäubungseffekt wirkt ein bisschen zu insane und das müsste man vielleicht ein bisschen runterschrauben. Will aber natürlich auch nochmal festhalten, dass Balancing schwer ist. Das ist eine der schwersten Sachen, die du machen kannst in Videospielen und dafür ist es gut. Dafür, dass wie gesagt, 9,5 von 10, das ist, viel besser geht's eigentlich, fast nicht. Runde 95 sind jetzt ganz viele DDTs, aber warum soll das ein Problem sein? Ne, also, komplett geschenkt. Ist dann, wie viel hat Erden gemacht? Ja, guck mal hier, Stufe 4 ist fast so stark wie Stufe 5 vom Schaden. Also die Hälfte. Vielleicht ist Stufe 4 auch zu stark. Wenn Übertakten kickt, ist halt nochmal richtig geisteskrank. Dazu, wenn was weiterkommen sollte, kann ich ja Psy auch noch nutzen. Für ein bisschen extra im Leben, das ist nicht verkehrt. Brauchen wir halt nicht. Also Klebstoff für Stufe 4 vorher hätte ich benutzt. Aber jetzt, wie das aktuell funktioniert, brauche ich das nicht. Weil so wie es aktuell funktioniert, macht das ja den Effekt, dass Kleinvieh so einen Betäubungseffekt nochmal hat. Kleinvieh sollte aber nicht mehr ein Problem sein, jetzt in der Level. Ich mach mal alle Fähigkeiten. 730.000 Schaden, 300.000 Schaden. Gehe ich mal hier auf Nagelminen, beziehungsweise Nagelwelle.
Weil Schaden gegen Große ist ein bisschen... Reicht das für Runde 100, ist meine Frage. Runde 99, gar kein Problem. Aber Runde 100 gleich kann man ja auch nicht betäuben. Kann sein, dass Runde 100 jetzt im Untergang ist und ich da einmal neu starten muss. Aber der muss irgendwie 25.000 Schaden machen. Ist einfach, komm, es sieht nicht schlecht aus, sieht nicht schlecht aus. Das passt, das passt. Alles gut, hat er. Ja. Ja, hat er. Okay, und das ist Stufe 5. Oh, ich krieg sogar den Reißnagelwerfer. Das ist Stufe 5 Reißnagelwerfer, der neue Reißnagelwerfer. Ich muss sagen, finde ich gut, kann von mir aus so ins Spiel kommen mit ein paar Veränderungen. Finde ich passend, finde ich stimmt. Da wurde das Thema gut gehittet. Finde ich zumindest nice. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch ein Abo da. Bis dahin und ciao.